Kennt ihr das? Ihr spielt gerade die ganze Zeit und ihr merkt einfach nicht, weil ihr das nicht seht, dass euer Akku gleich leer ist? Das ist ekelhaft. Das ist richtig ekelhaft. Puh, hier schwitze ich aber gut. Meine Güte. Ich bin jetzt hellwach und bereit für den Boss. Gehen wir ihn an. Wow, was ist denn das? Das sieht aber nicht gerade nett aus. Da ist irgendwas in der Mitte, irgendwas Buntes. Und hier ist überall das fette Chaos am Herrschen. Alter. Sieht aber echt Endboss-mäßig aus, Heilige. Warte, das hat irgendwas... Da ist irgendwas drin, irgendeine Blume ist da drin. Na, ganz toll. Eindringlinge. Kann man hier nicht mal 5 Minuten seine Ruhe haben? Ich war gerade so schön dabei, hier ordentlich Chaos zu stiften. Arnepeth? Na schön, wenn ihr schon hier seid, könnt ihr auch eine Runde mein Chaos... Was? Chaos-Tanki babysitten. Ist er nicht süß? Er hat sogar seinen eigenen Willen, seitdem er am Chaos geschnüffelt hat. Teuflischer Tentakel im Moment, was? Oh wow, der hat mehrere Plätze, die ich anvisieren kann. Oh, das ist nicht schön. Achtung, der sucht jetzt wahrscheinlich irgendein Ziel aus, auf das er angreifen kann. Au, du Sack. Nicht ins Gesicht. Mehrere Phasen. So, jetzt können wir den schon mal direkt angreifen. Machen guten Schaden, ja. Au. Au. Und nicht in der Mitte, nicht in der Mitte landen. Außen meine ich. Außen nicht gut. Aber das ist aber ein böser Bosskampf irgendwo. Mehrere Phasen. Blockiert uns den Weg halbwegs. Naja, lassen wir wieder nach. Schon gegenlaufen. Oh, scheiße, Mann. Oh, er hat eine Schwäche gegenüber dem Säbel. Das ist gut. Gut zu wissen. Oh, nicht gut. Oh, das ist ganz und gar nicht gut. Au. Gut, habe ich den schon mal umgehauen. Sade macht ihm richtig übel Schaden. Oh, das war... ziemlich doof von mir. Alter, also übel Schaden, der Ding reinhaut. Nicht schön. Jetzt wird er über den Boden auch noch. Au. Nicht gut. Ein Egeltentakel. Ja, den muss ich einfach weghauen hier. Oh ne, es ist Salem auch kaputt gegangen. Das gibt's doch gar nicht. Ja gut, mit Nianitir kann ich ja nichts machen. Der macht nichts an Schaden. Oder generell. Ah, jetzt muss ich warten. Jetzt muss ich einfach nur warten, bis irgendwas passiert. Aber dafür brauche ich wahrscheinlich... ja, einfach nur mein Dingens. Einen schönen Angriff. Ja. So, wenn der weg ist, dann bleibt nur noch der andere Tentakel. Und der kann mich hier erstmal nicht erreichen. Zum Glück. Oh Gott. Ich wollte gerade sagen, ja. Der war direkt vor mir. Das ist unangenehm mit dem Nianitir, ne? Der kann nichts. Mit seinem komischen
Bogen und er kassiert einfach zu viel Schaden. Au. Nicht in die Scheiße rein, nicht in die Scheiße rein. Überall, nur nicht in die Scheiße rein, ja? Dankeschön. Ich bin Held. Ich bin voll in das Ding reingelaufen. Der teuflische Tentakel ist mir gerade echt ein bisschen unangenehm hier. Ah, super. Vergiftet. Das ist ekelhaft, was da an Schaden reinkommt. Warum habe ich die andere Lähmung? Die macht mir nichts. Ich brauche die Heilfrucht. Oh, Gottes Willen. Ihn kann ich zurückholen ohne Probleme. Muss ein bisschen aufpassen. Der Tentakel, der da hinten ist, der fährt recht langsam. Oh mein Gott, wirklich? Also der hier, der Tentakel fährt recht langsam. Ich kann also beide recht schnell zurückholen. So. Sadam, du musst mir erstmal hier den Tentakel umhauen, ja? Den einen. Na super. Nicht den hier. Den hier, komm. Der will sich gar nicht zeigen, wa? So, jetzt aber. Krieg dich. Krieg dich. So. Jetzt kann ich den hier angehen. Erstmal ausweichen. Ah, jetzt fängt er so an. Hat einen Vorteil, dass der andere Tentakel ihm echt gut Hilfe leistet. Wow. Dadurch, dass er halt verlangsamt. Aber ekelhaft verlangsamt. Also nicht schön. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Oh, diese Verlangsamung ist ekelhaft. Richtig ekelhaft. Wieso verlangsamt er mich so extrem? Das ist nicht schön. Auf damit. Schnell, schnell, schnell. Wie Buttonmesche gerade, ja? Aber ekelhaft Buttonmesche. So. Oh shit. Das gibt's doch gar nicht. Der ist so langsam mit seinem mit seiner blöden Armbrust. Ja, das gibt's doch gar nicht. Na gut, Heilfrucht. Ja, okay. Ja, okay. Ich glaube, den Boss werde ich nicht schaffen. Nicht beim ersten Mal. Weil, blöde, überall Schaden. Speicherpunkt laden ist... Spielstand laden ist auch nicht. Nee. Ist beides blöd. Machen wir hier wieder beleben. Geh mal in die zweite Runde. Oder geh mal in die Overtime, nee, eher. Also müsste ich. Was soll's? Machen wir den Tag kaputt. Das ist kein schöner Boss. Kein schöner Boss. Kein schöner Boss zum Angreifen. Zornesranke. Mich laust der Affe. Habt ihr gerade echt meinen Chaos-Tank besiegt? Tja, was nun? Zeit für einen strategischen Rückzug, würde ich fast sagen. Praktisch, diese Windkraft. Dieser Sprössling ist zwar nur ein Ersatzkörper, aber er taugt mehr als ich dachte. Schon wieder du. Es muss das Schicksal dieses Sprösslings sein, immer wieder auf dich zu treffen. Na, hast du mich erkannt? Ich bin es, das Chaos, das die Oase seines Bruders gefressen hat.
Jawohl, ich bin das, was ihr Chaos nennt, und ich verabscheue euch. Euch und alles Glück und alle Hoffnung. Verteidigt hat er sie, das muss man seinem Bruder lassen. So zugesetzt hat mir bisher niemand. So schwach war ich, dass ich gezwungen war, mich in seinem Körper einzunisten. Nun komme ich so langsam wieder zu Kräften. Wenn ich erst wieder bei Kräften bin, werde ich euch alle fressen. Alle Völker dieser Wüste, vernichten werde ich euch. Es ist dein Ernst. Bringst es übers Herz, deinen eigenen Bruder zu verletzen. Es ist Zeit. Wir haben uns lang genug hier aufgehalten. Hey, wir lassen ihn jetzt nicht im Ernst laufen, oder? Lass ihn. Ich habe einen Plan. Lebe wohl. Unser nächstes Wiedersehen wird nicht lang auf sich warten lassen. Es ist ja so schrecklich, Gebirges. Dieser Mann ist also in Wirklichkeit das Chaos, das damals eure Oase vernichtet hat. Und es hat sich ausgerechnet im Körper deines Bruders manifestiert. Gebirges, mir fehlen die Worte. Wow. Ich hatte vermutet, dass da irgendwo sowas kommen wird. Aber wow. Das war mehr als ich erwartet hatte. Mehr als ich erwartet hatte. Wow. Ich wollte eigentlich gerade ansprechen, wie überaus böse ich diesen Boss fand. Ich meine, er wurde von Mal zu Mal ein bisschen schwieriger. Beim ersten Mal hat man halt diese böse Ranke gehabt. Okay, Phase 1, easy peasy. Phase 2 dann, was war bei Phase 2? Kam das schon, diese komische andere Ranke? Ja, ne? Müsste schon gewesen sein. Oder? Ne, bei Phase 2 hat er diese komischen Bälle auf den Boden gehauen. Phase 3 dann noch die andere Ranke dabei? Ne, das ist böse. Es ist außerdem so wenig Platz, das ist mies. Hätte ich halt die Zeit gehabt, irgendwo alle wieder zu beleben, hätten wir es wahrscheinlich locker schaffen können, ohne drauf zu gehen einmal, aber heilige. Huiuiuiuiui. Moment, andere Seite da drüben. Uiuiuiuiuiuiui. Heil dir, Kind des großen Baumes. Du hast das Chaos vertrieben. Dafür danke ich dir. Ich bin der Wächter des Lichtquarzes. Dieser Wald hier wurde vor langer, langer Zeit von den Venet erschaffen. Er sollte die Venet mit Wasser versorgen und ihnen das Leben in der Wüste ermöglichen. Doch die Herzen der Venet waren voller Furcht und Misstrauen. Das Chaos, das lange Zeit den Wald beherrschte, hat aus eben diesem Misstrauen geboren. Doch nun ist die Luft hier wieder so rein und klar. Du hast diesen Wald gerettet. Nun will ich dir, unserem Retter, den roten Lichtquarz anvertrauen. Zeige mir nun die Kraft des Windes. Deine Kraft des Windes. Hui, Dewitzka, ey, was ist ein Dungeon? Das war ordentlich. Hier, Wind. Hui. Rotquarz erhalten. Yay! Mit diesem Stein wird es dir sicher gelingen, deiner Oase das Licht zurückzubringen. Doch vergiss nicht, die Quarze spiegeln das Herz ihres Besitzers. Sollte dein Herz je von Schatten der Angst oder des Zweifels verdunkelt werden, wird auch der Quarz sich dunkel färben. Bleib stets großmütig, o Kind des großen Baumes. Bewahre dir dein offenes, großes Herz. Das ist er, der dritte Lichtquarz. Damit wird es bestimmt klappen. Diesmal muss es uns gelingen, das Chaos ein für alle Mal zu verbannen. Gebirges, ich warte im Schrein auf dich.
Bevor wir gehen, ich habe irgendwo, ich habe irgendwo das Gefühl, oder, ja, ich will eigentlich mal die Oase des Bruders sehen, die alte. Ich weiß nicht, ob wir da noch hinkommen werden, irgendwie, aber ich würde es gerne mal sehen. Und natürlich die wahre Form des Chaos, die nicht personifizierte, ich übernehme eine Form, sondern die wahre Form des Chaos, die wir irgendwann noch bekämpfen werden, will ich unbedingt sehen. Aber für den Moment würde ich sagen, teleportieren wir uns zurück. Wir kommen, ich denke mal, im nächsten Part mal hier vorbei und sammeln alles ein, was gefehlt hat, alle restlichen Truhen. Aber für den Moment gehen wir wirklich zurück zur Oase.